Guten Morgen, Madrid. Verdammt, was hast du denn, Markus? Ich find's nur schwierig, wenn das Haus so leer geräumt ist. 8 Jahre, verpackt in 20 Kartons und 15 Tüten. Du hast sie gezählt? Na klar, was denkst du denn? Wann soll das hier stattfinden? In einer Woche. In einer Woche? Du ziehst nach London und hast mir nichts gesagt? Was ist los? Gar nichts. Ethel, das ist das Problem. In meinem Leben passiert nichts. Du bist eine super Schauspielerin und eine sehr besondere Person. Heute ist der letzte Tag, den wir hier sind. Heute Abend will ich es nochmal so richtig krachen lassen. Auf unsere wunderbaren Berufe ohne Zukunft. Zum Wohl. Und jetzt mach die Augen zu, entspann dich und bitte die gute Fee, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Also, wen würdet ihr mitnehmen auf eine einsame Insel? Hä? Ninselchen hat nur Platz für 2 Personen. Man kann nur eine Person wählen. Und dann müssen wir die Wahrheit sagen. Und nur die Wahrheit. Ehrlich? Martha! All die Nächte mit dir waren das Beste und das Schlimmste, was mir je passiert ist. Die Dinge, die gut sind, sollten sich aber nie ändern. Aber vielleicht verwandeln sie sich durch die Veränderung in was anderes. Vielleicht in was Besseres. Seid gegrüßt, liebe Streaming-Junkies, und willkommen zurück hier auf Stream Wars. Heute haben wir zur Abwechslung mal einen interessanten Filmtipp für euch am Start, denn seit dem 12. April findet ihr auf Netflix eine neue spanische Tragikomödie mit dem vielsagenden Titel Wen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Und ja, ihr habt richtig gesehen, mit dabei sind auch 2 Stars der spanischen Hitserie Haus des Geldes, und zwar Jamie Lorente alias Denver und Maria Petrazia alias Alison Parker. Fun Fact am Rande, beide spielen nicht nur in der Netflix-Serie ein Liebespaar, sondern sind es tatsächlich auch in der Realität. Aber lasst uns nun nicht zu weit abschweifen, kommen wir wieder zurück zum Film. Dieser basiert auf einem in Spanien sehr erfolgreichen Theaterstück, dessen Namen ich aufgrund meiner recht bescheidenen Sprachkenntnisse gar nicht erst versuchen will, richtig auszusprechen. Ihr findet diesen aber natürlich gesammelt mit allen weiteren Informationen unten in der Videobeschreibung. Im Mittelpunkt der Geschichte geht es um 4 Freunde, genauer gesagt um Yves, Markus, Celeste und Martha. Dieses jugendliche Quartett lebt nun seit sage und schreibe 8 Jahren zusammen in einer WG in Madrid, und bisher gehörten tiefsinnige Unterhaltungen über die eigene Zukunft eher nicht so zu den favorisierten Gesprächsthemen der 4. Nun ist allerdings die Zeit gekommen, um dem unbeschwerten Partyleben Lebewohl zu sagen und sich schlussendlich dem Ernst des Lebens zu stellen. Jeder muss nun für sich selbst herausfinden, was er sich von seinem Leben erhofft, und dann auch endlich anfangen, für seine Träume auch zu kämpfen. Daher entschließen sich die 4 schweren Herzens, ihr geliebte WG aufzulösen. Bevor es allerdings soweit ist, wollen sie noch einmal einen letzten Abend gemeinsam verbringen und gebührend feiern gehen. Doch letzten Endes kommt ein bis dato gut gelüftetes Geheimnis auf den Tisch, welches das Leben der Clique noch einmal komplett auf den Kopf stellen wird. Der Film weist eine Primetime-freundliche Spielfilmlänge von insgesamt 93 Minuten auf und steht uns auf Netflix sowohl im Originalton als auch in der deutschen Synchronfassung zur Verfügung. Wir sind nun gespannt, ob ihr euch diese Tragikomödie bereits gegönnt habt, und falls ja, wie dann letztendlich euer finales Urteil ausfällt. In diesem Sinne, euch noch einen entspannten Morgen, Mittag oder Abend. Möge der Stream mit euch sein. Bis bald.